Biwak Low Budget. Einmannzelt im Praxistest. Leicht und praktisch soll es sein. Für Wandern, Camping, Trekking und Zelten. Schnell fällt die Suche auf ein Einmannzelt. Und man stolpert in seiner Suche über Biwak und Biwakzelte. Gut und günstig soll es sein. Und ob man es überhaupt braucht? Egal. Haben wollen. Aber dann ist da ja noch der Preis. Um es mal auszuprobieren, kann man sich problemlos eines der vielen Angebote zu sich nach Hause schicken lassen. Hier könnt ihr sehen, was es taugt. Auspacken und los. Alles dabei. Reicht das Equipment? Dünne Abspannseile, kleine Erdnägel, ein paar Zeltstangen. Kurz orientiert und aufgebaut. Problematisch sind die Knoten. Wie spanne ich die Seile überhaupt richtig ab? Und wie hält das Ganze? Erst kann man sich kaum vorstellen, was es wird, und schon steht das Ganze. Nächstes Problem: Einsteigen. 1,85 Meter Körpergröße und über 100 Kilogramm Lebensgewicht und ein Lebensalter jenseits der 40 machen den Einzug zu einem Tanz. Nach kurzer Zeit ist aber alles erledigt und ich liege im Einmannzelt. Biwakzelt als Notoption? Leicht, schnell und praktisch. Geringes Packmaß, geringes Gewicht, zügig aufgebaut. Für den Preis als Notoption sicher okay. Es ist eng, es ist warm und die Belüftung, naja. Wenig Staufläche, dem Regen ausgesetzt, also besser Tarp mitnehmen und abspannen. Und den Eingangsbereich nur mit dem Fliegengitter verschließen. Mein Fazit daher: kann man kaufen, kann man dabei haben und als Ultima Ratio sicherlich eine Überlegung wert.